Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, einmal hier im Gemeindesaal, aber natürlich auch vor den Telefonen und vor dem Internet. Freue mich, dass wir heute Abend die vierte Stunde zum Thema Abraham abhalten dürfen. Und zwar heute Abend zum Thema des Namenswechselns von Abraham, Abrahams Namen. Und da muss ich jetzt zwei Entschuldigungen vorweg schicken. Als ich letztes Mal Bibelstunde hatte, dann haben wir dann die Internetgemeinde ausgeschaltet, hatte mich aber verabschiedet und gesagt, wir machen zum Thema Abrahams Frauen. Und die liebe Frau Kindervater, die jetzt nickt, hat mich darauf hingewiesen, dass das ein Fehler war. Also die gibt es nächste Stunde, Abrahams Frauen. Heute, wie gesagt, Abrahams Namen. Das ist das eine. Entschuldigung, wenn ich das letzte Woche falsch gemacht habe. Und die zweite Entschuldigung, das geht mir fast näher. Ich habe am Montag bereits die Bibelstunde vorbereitet gehabt und gestern und heute bis mittags auch ziemlich viel zu tun gehabt und bin leider nicht mehr dazu gekommen, mein Manuskript, was ich ausgehändet habe, nochmal gegenzulesen. Und dann habe ich die ein oder andere Rechtschreibschwäche bei mir feststellen dürfen. Dann ist die ein oder andere Bibelstelle, da habe ich da einmal Genesis geschrieben, einmal 1. Mose und alles halt, wo ich gedacht habe, Mensch, also wenn es ein Vikar gemacht hätte bei mir oder ein Praktikant, hätte ich gesagt, das ist ja inhaltlich ganz nett, aber schlampig ausgeführt. Und das muss ich auch mir gegenüber dann sagen. Also da muss ich jetzt um Entschuldigung bitten und Besserung geloben. Fürs nächste Mal ist alles inhaltlich richtig, alles gar kein Thema. Aber Ja, alles in Ordnung ist da. Nur wie gesagt, ich wollte Ihnen zeigen, ich habe es auch bemerkt, nur ich konnte es jetzt nicht mehr anders ausdrucken, sonst hätte ich es nochmal schnell anders gemacht, nur das eben vorweg. Ja, das soll uns aber nicht hindern, dann eine hoffentlich gesegnete Bibelstunde zu haben. Jetzt wollen wir mal einsteigen zum Thema Namen Abrahams. Und zum Namen, da will ich gleich auch ein bisschen hinführen, zu dem Text dann etwas sagen, Genesis 17. Aber ich habe dann gesehen, als heute Losung und Lehrtext gewesen ist, da ging es ja auch um den Namen, das haben Sie vielleicht gelesen, Apostelgeschichte 3, gedacht, das ist so eine tolle Geschichte, die bringe ich mal als Andachtstext zum Einstieg in diese Bibelstunde zum Thema Namen Abrahams, aber auch zu den Namen Gottes und den Namen in der Bibel insgesamt mit und habe 8 Verse aus Apostelgeschichte 3 mitgebracht. Da lesen wir, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass du uns heute Abend als Andachtstext diese 8 Verse aus dem 3. Kapitel der Apostelgeschichte schenkst. Gewaltige, tolle Dinge, die du da uns berichtest, was in deinem Namen für eine Kraft steht. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen in dieser Andacht, eben über die Kraft deines Namens. Und wir wollen dich bitten, dass du diese Andacht, aber auch die ganze Bibelstunde an unserem Glauben segnen wollest, Herr, dass wir daraus Kraft und Auferbauung bekommen, Herr. Du allein kannst es schenken, aber wir wollen dich darum bitten, um dein Mitgehen im Heiligen Geist, dass wir gesegnet werden durch dein Wort. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben vom heiligen Jesusnamen und seiner Bedeutung für das Leben der Menschen. Ein bisschen länger, ein bisschen kompliziert, aber Sie werden gleich sehen, wo das drinsteht. Ich habe 3 Punkte für die Andacht mitgebracht. Erstens des Menschen Elend, zweitens des Menschen Erlösung, drittens des Menschen Dankbarkeit. Die reformiert Geschulten unter Ihnen wissen, das ist die Einteilung des Heidelberger Katechismus. Der hat 3 Teile und das haben uns die Väter des Glaubens beigebracht, des Menschen Elend. Des Menschen Erlösung, des Menschen Dankbarkeit. Können Sie übrigens bei ganz vielen Bibelstellen sehen, wenn Sie lesen, viele Predigten, Perikopen können Sie so auslegen, des Menschen Elend, erst geht es denen furchtbar schlecht, dann die Erlösung, die kommt durch Jesus und dann die Dankbarkeit. Und so habe ich dieses Schema auch angelegt an diesen Text, des Menschen Elend, ein Leben ohne den Namen Jesus, ohne den Namen Jesu. Da ist dieser Bettler, wir wissen, dass er seit 40 Jahren vor dem Tempel sitzt sie. Kapitel 4 erzählt er noch weiter von seinem Schicksal. Das wird noch vertieft, diese Geschichte. Seit 40 Jahren sitzt er da. Und das ist natürlich einmal das erste Elend, was er hat. Er ist körperlich gebrechlich. Jetzt können wir Mitleid mit ihm haben, aber die körperliche Gebrechlichkeit macht nicht bei dem Gelähmten halt. Die haben wir alle.
Die älteren Geschwister unter uns wissen davon, ein Lied zu singen. Die wissen das ein bisschen mehr. Wenn es mit den Beinen ein bisschen schwächer wird, die Haare ausfallen, halt nicht mehr die Kiste Bier nicht mehr aus dem Auto rausheben kann, all diese Dinge. Wir sind im Prinzip in derselben Situation wie dieser Gelähmte, der dann durch Jesus Christus Heilung erfährt, wie wir auch Heilung erfahren werden eines Tages im himmlischen Jerusalem. Wir werden eines Tages auch wieder ganz neu sprengen, nämlich dann, wenn wir in der Vollendung mit unserem Herrn und Heiland sind. Aber auf dieses Elend will ich gar nicht hier abheben. Das Elend, was hier beschrieben ist, ist aus meiner Sicht ein anderes. Nochmal, das Elend des Gelähmtseins ist vorhanden. Die 40 Jahre nicht gehen können, müssen wir nicht drüber reden. Aber für mich ist hier ein anderes Elend entscheidender. Und das ist auch der Kern letztlich dieser Geschichte. Denn dieser Mann erwartet etwas vom Geld. Das ist der Punkt. Er spricht eben die beiden Apostel an, die kommen halt, blickt sie an, er erwartet Geld. Und er ist wie fast alle Menschen in dieser Welt in einer Erwartung gegenüber dem Mammon. Er erwartet etwas vom Geld. Und das ist das tiefe Elend der Menschheit. Vom Geld etwas erwarten und dann irgendwann vom Geld so gefangen genommen werden, dass Geld zum Gott wird. Und das ist etwas, wovor die Bibel immer wieder warnt, dass Geld vergottet wird. Natürlich bin ich in der Lage, wenn ich ein bestimmtes Einkommen habe oder was geerbt habe, mir gewisse Dinge leisten zu können. Das ist unstrittig und das sei auch jedem gegönnt. Und Geld als solches ist per se nicht schlecht und nicht teuflisch. Ganz im Gegenteil, Gott segnet ja auch viele Menschen, gerade Abraham, mit viel Vermögen, mit viel Geld. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, von Geld etwas zu erwarten und unsere Sehnsüchte hineinsetzen, unsere Ängste damit zu tun haben, ich habe nicht genug Geld, ich verliere mein Geld, all diese Dinge, dann fängt der Widersacher an, mit uns Hallenjojo zu spielen, dann macht er mit uns, was er will. Und dann wissen wir, dass wir nicht unter der Führung des lebendigen Gottes stehen, sondern eben unter der Führung des Widersachers. Das macht Jesus in der Bergpredigt ganz klar, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und das ist etwas, was immer wieder passiert. Das ist das Elend auch unserer Gesellschaft heutzutage, dass die Menschen einen Gott haben in unserem Land Deutschland. Das ist das Geld, das ist der Mammon, der regiert. Und wir müssen auch immer wieder in uns schlagen, müssen gucken halt, wie ist das denn bei uns? Wie werden wir denn regiert? Wirklich vom Wort Gottes? Oder gibt es da eben doch das Portemonnaie, das Scheckbuch, das Bankkonto, das mich immer wieder regiert? In der Kirche haben wir es mittlerweile so, dass wir in fast allen Institutionen, wo wir sind, also ob das ein Kirchenkreis ist oder ob das eine Landeskirche gar ist, überall Fundraising-Experten haben. Wir haben überall Experten, die werden dann eingesetzt, halt, die haben zum Teil halbe Stellen dafür, Beratung mit Geld. Wir haben natürlich auch überall Finanzleute, immer so, das ist überall drin. Was wir in so gut wie keinem Kirchenkreis, in keiner Landeskirche mehr haben, sind Evangelisten. Und dann merkt man, was für eine Schieflage entsteht. Ich erzähle das ja immer wieder, bin jetzt 25 Jahre hauptamtlich bei Kirchens unterwegs, musste Synoden und Kirchentage, wie das hier in Bremen heißt, alles über mich ergehen lassen, all so ein Krempel. Es ging noch immer um die Kohle, immer um die Kohle. Ich habe es noch kein einziges Mal erlebt, dass gesagt wurde, was können wir denn tun, damit das Evangelium zu den Menschen kommt, die frohe Botschaft sie erreicht. Und das ist das Elend nicht nur der Menschen, das ist auch das gegenwärtige Elend der Kirche. Und was immer noch passiert, ist unser Tanz ums goldene Kalb. Das ist ja auch so eine Geschichte, Mose und Aaron, der eine bringt Wort. Und der andere hat das goldene Kalb und das eine tanzen sie rum und das ist ihr Gott halt und ums Wort scheren sie sich überhaupt nicht. Aber das ist eben immer wieder sinnbildlich, was passiert auch in der Gemeinde Jesu Christi. Leider momentan extrem stark die Angst ums Geld halt aller Orten in den Gemeinden. Und da wird eine Kirche nicht mehr vollmächtig, wenn sie das letztlich tut. Das ist das Menschenelend, das ist das Elend dieses Mannes hier vom Tempel. Der erwartet etwas in seiner Krankheit von der Kohle. Aber dann passiert das ganz Großartige, er bekommt eine Erlösung. Der kriegt eben nicht da einen Denar hingeschmissen, wo er sagt, naja, kann ich vielleicht heute Abend was zu essen verkaufen, sondern er kriegt ganz was anderes. Er bekommt die Erlösung. Das Menschenerlösung, das Heil im Namen Jesus, der zweite Punkt dieser Predigt. Da heißt es hier im Vers 6, Petrus aber sprach, und das ist genau diese Trennung, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Der Name Jesu nicht mehr, und auch nicht weniger. Das ist das Einzige, was sie haben. Aber da steckt alles drin. Und das entfaltet sich in Kapitel 3 und Kapitel 4 noch. Da geht es immer wieder um den Namen Jesu. Wenn dann wegen dieses Vorgangs der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat stehen, dann sagen sie, es ist in keinem anderen Namen Heil auf dieser Erde als allein in diesem Namen. Alle Kraft, alle Macht, alle Weisheit, alle Liebe, alles, was wir brauchen, allein im Namen Jesus.
In dem heiligen, ewigen Jesus-Namen. Jesus. Jesus, nichts anderes. Ich habe diese Geschichte schon sehr häufig erzählt von Bernhard von Clairvaux, dem Papst Innozent halt. Der Papst Innozent war ein großer Verehrer von Bernhard von Clairvaux, diesem Reformmönch, der in den Alpen lebte, ganz arm und auf die Bibel konzentriert. Und als dann der Innozent Papst wurde, dann hat er den nach Rom zitiert. Dann musste er nach Rom anmarschieren, muss er machen, war guter Katholik halt, kam nach Rom und der Innozent wollte natürlich auf dicke Hose machen, hat ihm alles gezeigt, alle Schätze, alle Gemälde, den Lateranpaläste halt. Und dann hat er den Bernhard von Clairvaux in den Arm genommen und hat gesagt, nun Bernhard, um Gold und Silber müssen wir uns heute keine Gedanken mehr machen. Und spielt genau auf diese Geschichte an, Apostelgeschichte 3. Um Gold und Silber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und Bernhard von Clairvaux sagt zum Papst, ja, wir haben aber nicht mehr die Vollmacht zu sagen, im Namen Jesu, steh auf und geh. Das ist genau eine Kirche, die sich verliert an das Geld. Dann verliert sie die Kraft des Namens Jesus. Diese Kraft, die wir nur alleine brauchen, den Namen Jesus, den Namen Jesus, den Namen Jesus. Wenn ich das jetzt so deutlich mache, dann darf ich Ihnen auch erzählen, es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, da war mir das noch nicht so ganz klar. Man lernt ja im Glauben, man ist ja wachsender. Als ich als Pfarrer in Truppach-Seelbach anfing, unsere erste Evangelisation da machte und dann hieß es ja, wen laden wir denn als Verkündiger ein? Ja, Johannes Hansen, den großen Johannes Hansen, schon lange in der Ewigkeit. Oh ja, Johannes Hansen, nur mit den kriegen. Ich den angerufen, alles klar, super. Er kam, zugesagt. Und dann wird natürlich alles vorbereitet und Programm gemacht. Ich immer wieder bei ihm angerufen, dass ja auch jedes Detail stimmt und alles, nicht dieser erfahrene alte Evangelist. Und dann ist da der junge, frische Pfarrer, der dann versucht, alles richtig zu machen und so. Und die Lieder abgestimmt zu den Themen, dass ja alles passt. Und irgendwann hat er dann am Telefon mir erklärt, pass mal auf, Olli. Mit dem ganzen Gedöns hier, mit Liedern und sowas alles, das spielt alles gar keine Rolle. Das kannst du alles vergessen. Bei einer Evangelisation kommt es nur auf eins an. Jesus. Und er hat gesagt, Jesus Lieder. Sing Jesus-Lieder, egal welche, der Rest spielt gar keine Rolle. Wir brauchen nur den Namen Jesus, alles andere läuft dann. Hast du das verstanden? Ja, das hatte ich verstanden halt. Also, und das versuche ich heute auch immer wieder, wenn ich Evangelisationen mache, den Leuten auch nahe zu bringen, zu sagen, wir wollen uns alle Mühe geben. Wir wollen so ein Paper nicht so schlampig vorbereiten wie Pastor Latzel heute Abend. Aber worauf es wirklich ankommt, ist der Name Jesus. Der Name Jesus, in dem alles drinsteckt. Das ist unsere Erlösung. Da ist alles dieser Heilige. Wir kommen gleich noch auf die Bedeutung des Namens Gottes drauf zu sagen. Alles steckt da drin eben in diesem heiligen und ewigen Jesus-Namen. Das ist das Elend, das Menschenerlösung, das Heil im Namen Jesus. Und der dritte Punkt dieser Andacht, des Menschen Dankbarkeit, das Kennzeichen eines Lebens unter dem Namen Jesus. Das ist so eine tolle Geschichte, so ein tolles Evangelium hier in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 3, Vers 8 heißt es, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Man kann sich so richtig toll vorstellen, jetzt ist ihm der Name Jesus begegnet und er hat gesehen, was da für eine Power drin ist und er lebt es körperlich, wie er nach 40 Jahren des Gelebtseins durch die Begegnung mit dem Namen Jesus wie alles anders geworden ist. Und der hüpft wie so ein Reh als 40-Jähriger durch den Tempel. Also eine super tolle Szene. Ich weiß nicht, was das jüdische Establishment gedacht hat. Der hat sicherlich nicht so ganz ins Programm gepasst. Aber der Mann war ganz nah bei Gott, was ganz Fantastisches. Und das, was wir hier sehen, ist so ein Resultat, was aus der ganz tiefen Nähe, aus dem Spüren der Erlösung, aus der Kraft des Namens Jesus erweckt. Wenn wir das spüren, was da wirklich drinsteckt, wer Jesus wirklich ist und was das bedeutet, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass uns sein Name geschenkt ist, da bleibt ihm auch nichts anderes, als mir nur noch in die Hände zu klatschen und zu sagen, Halleluja, super, alles spitze. Sage ich immer wieder, Kennzeichen einer lebendigen Beziehung zu dem lebendigen Gott ist eben die Fröhlichkeit, dass man das erfährt, dass man sagt, jawohl, das habe ich drin. Auch wenn man nicht gelähmt gewesen ist, einfach diese Veränderung zu sagen, wissen, ich bin erlöst, ich bin gerettet, da lässt uns eins nur noch sein, eben dankbar, einfach nur Gott loben und preisen. Das ist das Kennzeichen eines Lebens unter diesem Namen Jesus, die Dankbarkeit des Menschen. Vom heiligen Jesus-Namen und seiner Bedeutung für das Leben der Menschen. Erstens, des Menschen Elend, ein Leben ohne den Namen Jesus. Zweitens, des Menschen Erlösung, das Heil im Namen Jesu. Und drittens, des Menschen Dankbarkeit, das Kennzeichen eines Lebens unter dem Namen Jesu. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Heiland, von Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass du unser Elend angesehen hast, Herr, dass du uns erlöst hast, so wie den Gelähmten, weil wir dich haben kennenlernen dürfen, weil dein Name über unserem Leben ausgerufen ist, weil dieser Name uns ewiges Leben schenkt, Herr, und da können wir uns einfach nur drüber freuen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Freude tief ins Herz schenkst, an jedem Einzelnen der Geschwister, die heute hier im Gemeindesaal sind, auch die Geschwister, die uns zugeschaltet sind, die in einigen Wochen die Bibelstunde hören werden, Herr. An jedem, der dir gehört, Herr, schenk ihm das ins Herz hinein, was es heißt, aus dem Elend von dir erlöst zu sein und dass wir uns darüber einfach nur noch freuen dürfen, Herr. Lob, Preis und Ehre dir dafür, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der uns seinen Namen schenkt, dass wir dadurch Erlösung haben und uns freuen können. Amen.
Ja, der uns seinen Namen schenkt. Da habe ich uns ein Lied rausgesucht. Da werden Sie sagen, meine Güte, ein Tauflied. Ich bin getauft auf deinen Namen. Lied 183. Wir wollen singen die Strophen 1, 2 und 5, 1, 2 und 4 und 6. 1, 2 und 4 und 6. Ich bin getauft auf deinen Namen. Lied 183. Und denken Sie, wenn Sie beim Text mal nachdenken, dann werden Sie sehen, warum ich das rausgesucht habe, zu der Andacht passend eben im Thema Namen, weil man zu Gott gehört, Kind und Erbe, dann werden Sie schon verstehen. Markus, danke für die Klavierbegleitung. Ja, die Namen Abrahams, bevor ich zu den Namen Abraham und auch zu anderen Namen komme in der Bibel, welche Bedeutung sie haben, auch gerade das Thema Namenswechsel, das ist ja das, was bei Abraham so ganz besonders ist, dass von Abraham zu Abraham wird, möchte ich vorweg noch mal was sagen zum Namen Gottes. Sie wissen, wir beten immer wieder in der ersten Bitte des Vaters unseres, geheiligt werde dein Name. Deshalb, also wenn ich über Menschennamen spreche, will ich zuerst von Gottes Namen sprechen, um ihm die Ehre zu geben, halt diesem herrlichen und heiligen Namen unseres Herrn und Heilandes. Deshalb vorweg die Namen des dreieinigen Gottes. Auch da sehen wir keinen Wechsel, sondern eine Vertiefung. Das ist etwas anderes. Auch das ist etwas ganz Interessantes vor dem Hintergrund, dass Gott eben den Namen von Menschen wechselt, aber sein Name natürlich immer gewesen ist, immer bleiben wird, aber im Zuge der Offenbarung erst nach und nach dem Menschen kund wurde. Wenn wir von dem Namen des dreieinigen Gottes sprechen, ist da erstens der Jahwe-Name. Sie kennen alle diese Geschichte am brennenden Dornbusch. Ich lese Ihnen diese Verse vor, 2. Mose 3, da heißt es, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Bis dahin ist Gott El Elohim genannt worden oder eben El Shaddai, heißt an gewisse Worte gebunden worden.
eben ganz allgemein. Bis Mose war der Name Jahwe nicht bekannt den Menschen halt. Es dort erst gegeben. Natürlich war der Jahwe-Name immer schon ewig halt. Das ist, wir finden ihn auch in den Texten des Alten Testamentes, im ersten Buch Mose halt. Und trotzdem ist in dieser Anrede, dass die Menschen eben diesen Namen kennen, erst zu einem bestimmten Zeitpunkt den Israeliten gegeben worden, eben über Mose, Jahwe. Und dieser Name Jahwe ist heilig und ewig. Und dieser Name ist so heilig, dass er von den Juden, das wissen sie, überhaupt nicht ausgesprochen wird, sondern überall da, wo Jahwe im Alten Testament steht, wird Adonai gesagt, Herr. Manchmal steht aber auch nur Herr für den Herrn, dann steht dann Herr, Herr, entsprechend dann Adonai, Jahwe, halt zu sagen, aber Jahwe wird vom gläubigen Juden nicht ausgesprochen, weil er eben diesen Namen alle Ehre geben will. Und dieser Name ist etwas ganz Sonderbares halt, etwas ganz Schwieriges, aber auch was ganz Fantastisches von der hebräischen, vom hebräischen Wortlaut, nämlich Hayah, dieses Wort Wehen, da merken wir schon den Geist Wehen, und dann die Übersetzung, die man eigentlich nicht übersetzen kann. Also Sie können sich gerne mal die Freudigkeit machen, im Internet nachzugucken, wie man diesen Namen alles übersetzt hat, oder wenn Sie Kommentare haben, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu übersetzen. Luther bringt das auf etwas ganz Tolles, ich werde sein, der ich sein werde. Ich will mich als der offenbaren, der ich bin, kann man das letztlich auch übersetzen, oder man kann das übersetzen, ich bin der Gott, der mit dir dorthin geht, wo du hingehen wirst. Das ist eine sehr freie Übersetzung, das ist jetzt nicht so stark an dem, aber das ist das, was da letztlich mit gemeint ist. Ich bin der Weggott, der sich dir offenbart hat. Also das ist etwas nicht Fassbares, wie in dem Wehen. Da merkt man ja dieses Hau, den Hauch, wie man Gott eben nicht fassen kann. Und das ist ja so seine ganze Offenbarung im Alten Testament, der ist nicht zu fassen. In Gottes Offenbarung, die geschenkt werden bei Elia, bei auch Mose, was er sehen darf, Gott ist nicht fassbar. Das Einzige, was wir kennen in der Offenbarung, wenn ihm Offenbarung geschenkt wird, wir können ihn nicht verstehen, wir können ihn nicht fassen, er wird noch rätselhafter. Und das ist so ein Stück weit auch eben in diesem Namen drin. Und dieser Name, wie gesagt, ist heilig und ewig. Und das ist der Gottesname. Dieser Gottesname erfährt aber eine weitere Offenbarung. Das ist eine Stufe, die dann kommt, in einem anderen Namen, der aber diesen Namen beinhaltet. Das ist ganz wichtig. Jesus. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Jeshua. Und das heißt übersetzt, Jahwe ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Jahwe bleibt immer noch, also ich werde sein, der ich sein werde, für uns nicht verständlich, aber die Rettungstat von Jahwe, die wird ganz klar offenbar, die können wir verstehen, die können wir begreifen, die haben wir gesehen, das ist Kreuz und Auferstehung, die passiert ist. Und das ist etwas ganz wichtig, dass dieser Name eben auch für unseren Gott steht. Da legt Gott selber viel Wert drauf, da ist da irgendwie nicht irgendwie ein anderer Name rausgesucht wird, sondern das soll der Name sein. Matthäus 1 heißt es, Josef das denkt halt wegzugehen von der Frau und sagt Gott zu ihm, Josef, du Sohn da, also der Engel des Herrn, das ist ja Gott, der hier spricht, dem Engel des Herrn im Traum, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das klingt so banal, aber dieser Nachsatz, er wird sein Volk retten von den Sünden, das ist ja genau das, was im Namen ausgesagt wird, ist der Wahnsinn. Von den Sünden konnte nur der Hohepriester, der ganze kultische Akt retten. Der wird retten von den Sünden, hier wird direkt schon das Kreuz angelegt. Halt. Diese Rettung aus dem Elend, ich habe diesen Text nochmal hier stehen lassen, halt eben auch Apostelgeschichte 7, halt, Apostelgeschichte 3, oder Philipper 2, wenn es da heißt, halt im Philipper-Hymnus, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, über alle Namen, dass sich im Namen Jesu beugen sollen, aller derer Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Also wer bis dahin noch nicht verstanden hat, dass es Trinität wirklich gibt, dann sind es diese drei Verse, die das im Prinzip deutlich machen. Halt. Also wenn das der Name ist, der über allen Namen ist, und Jesus nicht gleich Gott wäre, dann hätte man ein Problem, wie ist denn der Jesus-Name im Verhältnis zum Jahwe-Name. Deshalb wissen wir, das geht in eins, das ist derselbe Gott. Jesus Christus ist der Herr, aber er tut es zur Ehre Gottes des Vaters, also ein innertrinitarisches, ein außertrinitarisches Geschehen. Das ist ein ganz spannender Text, aber wie gesagt, hier auch in Bezug dann zu dem Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, der Herr wird dir nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Das wäre, wenn Jesus und Jahwe nicht derselbe wären, wäre das eben tatsächlich ein Verstoß dieses Gebotes halten und Verstoß auch gegen das erste Gebot, also der Jesus-Name über allen Namen. Aber, jetzt kommt es nochmal tiefer,
Nicht nur das ist uns gegeben, sondern eben wir haben eben auch diese Trinität eben im Vater, Sohn und Heilige Geist. Und da ist dann das Finale, was sich abschließend dann zu Pfingsten gegeben hat, wenn Jesus auch sagt, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier wieder die Trinität, wo der Heilige Geist eben natürlich mit dabei ist, nicht irgendwie untergeordnet ist. Und eben auch in dieser Ausrufung tatsächlich dieses Bedeutsame zu sagen, auf derselben Ebene wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht nur in der Taufe, sondern auch beim Segen. Ich habe Ihnen den aaronitischen Segen schon mal aufgesprochen. Es ist denn längst nicht nur, dass im neuen Bundes offenbart wird. Und auch wir dürfen nie vergessen, der Heilige Geist, eben hier auch nochmal bei Josef halt, die Ankündigung, Jesus kommt durch den Heiligen Geist, wenn Jesus wahrer Gott ist, aber der Heilige Geist ihn macht. Ja, wer wäre das denn, wenn er nicht wahrer Gott ist halt? Und aber eben, wir kommen zurück zu dem Namen. Dieser Name, da steckt alle Kraft drin, im Segen. 4. Mose 6 ist die Einsetzung des Segens für das Volk Israel. Der Herr sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und sei dir, gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Segen steht im engsten Zusammenhang mit dem Namen Gottes. Und der Name Gottes hier auch dreimalig genannt, auch wieder dieser Ansatz, der Herr, Vater Herr, Jesus Herr, Heiliger Geist Herr. Alles drei, wahrer Gott halt, ganz klar auch hier, wie gesagt, drin. Und das ist der heilige Name Gottes. Das ist ganz wichtig, das kann man stark vertiefen, ganz wichtig der Name Gottes. Aber mir war es wichtig zu Anfang, wenn wir mal Namen sprechen, das entsprechend hineinzunehmen. In der Bibel selber ist es so, dass die Namen der Bibel, gerade die Eigennamen, ob das jetzt für eine Person ist oder ob das für eine Stadt ist, für ein Land, ein Gebiet, dass diese Namen Bedeutungen haben. Und ich mache Ihnen Mut, sich mal so ein Namenslexikon anzuschaffen. Man fragt sich immer, was kann man sich mal schenken lassen? Die Frau, was willst du denn zum Geburtstag haben, zu Weihnachten, wenn es anfängt? Namenslexikon zur Bibel, das ist immer ganz spannend, weil da erschließt sich so vieles, der Texte viel tiefer, weil in den Namen schon ganz viel Informationen drinstecken halt. Das ist etwas ganz Tolles. Also denken wir zum Beispiel, ich sage immer wieder dieses beste Beispiel von dem Eutychos, der Typ, der in der Apostelgeschichte da, der Predigt von dem Paulus lauscht und Paulus kriegt immer wieder vorgeworfen, er sei so stark in der Schrift, aber schlecht am Wort. Und tatsächlich, der schläft ja ein und fällt aus dem Fenster und ist tot, da muss Paulus ihn auferwecken halt. Eutychos, eu ist gut, Tyche ist der Schlaf, Eutychos guter Schlaf. Also das hat er schon früher gehabt, das war sein Name, Eutychos. Denken wir an die, in den Sendschreiben, Philadelphia, diese Gemeinde, die über alles gelobt wird halt zu sagen, diese besondere Wertschätzung der 7 Gemeinden, die Sendschreiben bekommen. Das heißt, die Bruderliebe, Philos ist der Freund, die Philia ist Liebe und Adelphos ist der Bruder, die Liebe zum Bruder, die Liebe zum Bruder halt zu sagen, das ist etwas ganz Wichtiges, zum Nächsten halt. Und das ist eine Gemeinde, die diese besondere Wertschätzung erfährt und das sieht man schon im Namen, das ist Programm für diese Gemeinde. Wenn wir an Anfang der Bibel gehen und Gott schuf Adam, dann sind wir ganz vielen eben nur Adam, ja als Eigenname, Adam, wie man heißt, einer heißt Karl, der andere heißt Adam, der andere heißt sonst wie, aber Adam ist Hebräisch, heißt einfach auch nur Mensch. Mensch. Und Gott schuf den Menschen. Also das hat eine ganz andere Tiefe einfach, was da auch drin steht. Jerusalem, Jerusalem, Gründung des Friedens, haben wir beim letzten Mal mit Melchisedek drüber gesprochen. Gründung des Friedens, so heißt dieser Ort. Gründung des Friedens. Da stand das Kreuz. Da war die Auferstehung. Und da ist die Gründung des Friedens mit dem lebendigen Gott. Nicht Frieden in dieser Welt. Jerusalem ist immer Krieg und immer Zank, weil in diesem Ort die Gründung des Friedens stattgefunden hat, nicht weil da eine geistliche Dimension in dieser Stadt ist, nicht die Gründung des Friedens dort. Auch dort das Programm eben in diesem Namen. Oder denken Sie an den Teufel halt, der hat ja sehr viele Namen in der Bibel. Der Satanas, das ist der Ankläger, der Poneros, das Böse ist einer seiner Namen, der Diabolos, der Durcheinanderwürfler. Auch da ist es ganz deutlich so, die Namen sind Programm für das, was der Teufel auch tut. Und so ist es bei fast allen Namen der Bibel zu sagen, die erhellen eben ganz massiv eben auch die Geschichte, die erzählt wird, beziehungsweise stellen manchmal auch so einen Kontrast dar, wo man merkt, hier ist eben eine Brüchigkeit drin. Also das ist ganz spannend, sich mit den Namen zu beschäftigen.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Bibelstunde, zu dem, was auch der Text, warum ich dieses auch als eine Überschrift genommen habe, nämlich die Namenswechsel in der Bibel. Das ist etwas ganz Spannendes und das ist jetzt nicht singulär, was wir hier erleben in dieser Geschichte in Genesis 17. Da habe ich auch wieder Genesis 15 geschrieben, das ist falsch, Genesis 17. Also dieser Namenswechsel, der stattfindet halt. Das ist nicht nur eben bei Abraham und Abraham so, sondern an vielen Stellen. Und da habe ich Ihnen einige mitgebracht und will ein paar Sachen einfach dazu sagen und dann versuchen auch so ein bisschen da mal hinter zu gucken, was da denn Bedeutung sein könnte, wenn die Bibel so etwas uns überliefert, wenn zum Teil Gott so etwas macht. In Genesis 17 lesen wir Verse 5 und 15. Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Vers 15, und Gott sprach Abraham abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Abraham heißt so viel wie erhabener Vater, auch ein Ehrentitel, aber Abraham heißt Vater der Menge, Vater der Menge. Und zu dem Zeitpunkt hat er ja nur den Ismael, da ist von Menge noch nicht die Rede und eigentlich ist das ja nicht sein wirklicher Sohn halt. Das ist ja der Sohn der Magd, also das ist nicht das, was eigentlich gilt, das ist nicht der Sohn der Freien. Das werden wir gleich mal den Text als Ganzes lesen und auch sehen. Aber das ist eben tatsächlich das Programm, was in diesem Namen niedergelegt wird, eben das gesagt wird, du wirst zu einem Vater. Da ist etwas Verheißendes drin, etwas ganz, ganz Tiefes. Bei Sarai ist das so, Sarai heißt übersetzt hebräisch Fürstin und wird zu Fürstliche. Da tue ich mich etwas schwer, das tiefer auszudeuten. Das hat nicht so ganz viel an Veränderung. Jetzt könnte man meinen, das hat eben mit der Stellung der Frau zu tun. Das kann sein, die eben hier ja auch sich dann so ein bisschen wenig gläubig erweist, beziehungsweise also einmal, dass sie natürlich diese Geschichte mit der Hagar anzettelt, aber dann auch lacht über die Verheißung Gottes halt. Ich will es nicht ausdenken, da ist nicht so viel, was mit ihr passiert. Das ganz Starke in diesem Namen gilt dem Abraham. Übrigens, die Juden sagen auch da, wo in der Bibel Abraham steht, immer Abraham, weil ja Gott gesagt hat, das ist dein Name. Und weil der Name so ist, darf auch, wenn er früher gewesen ist, nicht anders genannt werden. Also nicht Abraham, also das wird nicht gesagt, auch da wird Abraham gesagt, halt ganz klar. Auch diese Namenswechsel werden nicht vollzogen. Ich habe die auch in den ersten Stunden, obwohl er immer Abraham stammt, habe ich immer Abraham gesagt, halt, weil eben Gott gesagt hat, das soll der Name sein. Also nennen wir diesen Menschen nicht mit seinem früheren Namen, sondern mit seinem Namen, den er von Gott bekommen hat, Abraham. Ich komme da gleich noch zum Thema Taufe dazu, was das bedeutet. Wir müssen ja wissen, Abraham ist ja, als er noch in Ur war, eben ja, ein Anbeter fremder Götter, vermutlich irgendwelcher Mondgottheiten dort gewesen halt und stand unter einem anderen Gott. Und natürlich hat er erstmal der Berufung gefolgt, ist dem alle nachgegangen halt, aber hier kommt es jetzt zum Bundesschluss und da steht auf jeden Fall ganz anders ein Gott über seinem Leben und das führt eben zum Namenswechsel. Das ist etwas, was wir gleich auch noch bei anderen sehen, nicht wenn der Gott gewechselt wird, sondern wenn eben ein Befehlshaber wechselt, dass es dann eben auch zu einem Namenswechsel kommt. Anderer ganz, ganz spannender Namenswechsel, ganz starke Geschichte, ist auch eine der Vätergeschichten halt, 1. Mose 32, der Kampf am Jabbok, die Verse dort. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, also er wartet ja auf die Begegnung mit Esau und ich und ist so voller Furcht und dann ist er ganz allein, hat sein Lager getrennt und dann kommt ihm Gott entgegen in dieser also unfassbare Gottesoffenbarung, auch so etwas, was wieder nicht zu fassen ist. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Auch das muss man sagen, Gott und mit Menschen. Wer ist denn wahrer Gott, wahrer Mensch? Jesus Christus, der uns hier im Alten Testament entging und hast gewonnen. Das ist auch wieder so eine Sache, also auch so eine starke Geschichte, nicht? Wie kann ein Mensch gegen Gott gewinnen halt, nicht? Wie kann ein Gott, es ist nur ein Gott, das kann nur Jesus sein, der sich selber in die Niederlage stellt halt, zu sagen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Da kriegt er seinen Namen. Das ist ja auch wieder, wir haben eben gesagt, weil sie sagen, Gott segnet durch den Namen. Er fragt ihn, sagt ihn nicht, aber segnet ihn. Auch wieder diese Verbindung Namen
und Segen. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn dann sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Das ist eine unfassbar starke Geschichte halt. Der Pastor Krummacher hat da insgesamt 30 Predigten über diese Geschichte, über diesen Text gehalten. Immer wieder, weil die so tief ist, da ist so viel Theologie drin. Und ganz stark auch dieser Namenswechsel. Jakob heißt hebräisch Betrüger, Fersenhalter. Betrüger und Fersenhalter. Das ist eben die Bezug auf die Geburtsgeschichte zwischen Esau und ihm. Aber auch hier, er will Gott nicht lassen, er hält ihn fest, er bleibt dabei. Aber ist natürlich von seinem ganzen Wesen eben Betrüger. Er findet ja auch gerade später bei Hosea eine ganz, ganz scharfe Verurteilung. Aber er bekommt einen anderen Namen, Israel. Und Israel heißt so viel übersetzt wie Gotteskämpfer, also kämpft mit Gott, streitet mit Gott. Und das ist das auch, was hier passiert. Auch wieder, ich sagte eben, die Tätigkeiten, also ein betrügerischer Sinn, den er hatte, das machte sein Wesen aus. Aber jetzt begegnet er dem lebendigen Gott und jetzt setzt er sich mit dem Lebendigen auseinander. Auch das ist so eine Sache für uns, wenn wir vorher leben, dann geht ja unser Überlegen nur, wie kommen wir in dieser Welt zurecht und wie machst du Karriere und Geld und Frauen, weiß der Kuckuck alles, was die Menschen bewegt halt. Aber begegnest du Gott, dann werden andere Größen für dich da, als sind dann da, wo du auf einmal wirklich in ganz andere Kämpfe hineingestellt wirst. Und zwar sowohl streitet mit Gott, also im Gegenüber, aber auch im Streiten mit diesem Gott auf meiner Seite. Auch das ist etwas ganz, ganz Tiefes halt. Auch diese Namensänderung, die wiederum das spiegelt halt, was in dieser Geschichte passiert ist. Dann ein ganz anderer Namenswechsel, der nicht von Gott gegeben ist, aber der ein Stück weit an einer ganz, ganz wichtigen Stelle der Geschichte Israels einen Markpunkt setzt, nämlich der letzte König von Israel, von Juda, um genau zu sein, eben Matanja, das ist sein eigentlicher Name, der wird vom König von Babel unterworfen und der gibt ihm einen anderen Namen. Lesen wir in 2. Könige 24, der König von Babel machte Matanja, Joachins Oheim, das ist der König, den er ins Exil führt. Der war nur 3 Monate König und er überlebt es, sogar im Exil wird er wieder in Ehren gesetzt halt, zum König an seiner Stadt und wandelte seinen Namen in Zedekia. Und das ist der letzte König, der über Juda regiert hat. Und Matanja heißt Geschenk Jahwes. Und Zedekia heißt, meine Gerechtigkeit ist Jahwe. Und jetzt muss man sich fragen, warum gibt der König von Babel diesen Namen? Da gibt es auch verschiedene Erklärungen darüber. Ist das jetzt ein Spott, zu sagen, der König von Babel ist so mächtig, dass er sagt, was hat denn dein König drauf, dieser Jahwe? Oder gibt er dem lebendigen Gott die Ehre, weil ja alle Herrscher von Gott eingesetzt sind. Auch da sieht man so ein bisschen hinter, dass eben Gott eben die Geschicke regiert. Ich habe am Sonntag ja darüber gepredigt, auch hier. Also das ist auch etwas ganz Spannendes, warum der König von Babel diesen Namen setzt und jetzt gesagt hätte, meine Gerechtigkeit ist irgendein Name einer Götze, einer babylonischen Gottheit. Dann könnte man das ja anders verstehen, wenn man sagt, okay, das ist der Herrschaftswechsel. Aber hier beim letzten König von Geschenk Jahwe ist meine Gerechtigkeit, ist Jahwe, vielleicht einfach auch so ein Menetekel, das sagen andere Leute, für Israel zu sagen, wenn der genommen ist, euer König letztlich, das ist ja im Prinzip schon der Vorgriff, das Einzige, was euch bleibt, ist die Gerechtigkeit in Jahwe. Eben nicht mehr euer Land, nicht mehr euer König, nicht mehr eure militärische Stärke, euer Tempel, sondern die Gerechtigkeit in Gott. Anderer Namenswechsel ist der Namenswechsel bei Daniel und seinen Freunden. Der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego, Daniel 1,7. Daniel heißt hebräisch, Gott verschafft mir Recht. Belshazzar heißt, Bel beschützt den König. Bel ist eine hohe babylonische Götze. Also hier ist genau das, was ich eben eigentlich hätte gesagt, das müsste man vermuten bei dem letzten König Judas, ist eben hier genau gegeben, von einem hebräischen Namen in einen ja, Götzen beinhaltenden Namen. Hanania ist genau dasselbe, hebräisch, Jahwe ist gnädig, Shadrach, ich bin sehr in Furcht versetzt. Mishael, hebräisch, wer ist wie Gott? Meshach, ich bin gering geachtet. Oder man kann es auch übersetzen, wer gehört Akku? Akku ist wiederum eine babylonische Götze. Asaja, hebräisch, Jahwe ist Helfer und er wird zu Abednego, Knecht des Nebu, auch eine babylonische Götze, der über den Schreibern, über den Menschen, die eben schriftmäßig steht halt. Hier sieht man ganz deutlich zu sagen, hier ist tatsächlich das Wegziehen, zu sagen, unter welchem Namen stehe ich denn? Ganz klar, diese Konfrontation. Da ist das Weltliche, da ist das
von einer anderen Macht mit ihren Namen, die etwas ganz anderes beinhalten als der Name, den Gott gibt. Und das ist letztlich auch unser Leben. Was Gott uns sagt, die Namen, die er uns zuruft, Furchtlosigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, das findet sich ja wieder. Mein Recht, Jahwe ist mein Recht, Jahwe ist gnädig, Jahwe ist Helfer. Das ist Gott, was Gott mir zuruft. Und das andere ist, was die Welt sagt, wo letztlich das drinsteht. Ich bin in Furcht versetzt, ich bin gering geachtet halt. Nicht welche Namen, mit welchen Ausrufen beschäftigen wir uns auch. Das ist auch ganz starke Theologie, die in diesen Dingen drinsteht. Ich kann das nur so kurz anreißen, aber auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich habe mir vorgenommen, über den Vers auch mal demnächst zu predigen. Ja, und dann kommen wir ins Neue Testament. Auch dort finden wir Namenswechsel, auch ganz spannende, interessante Sachen. Die Geschichte mit Petrus halt, Matthäus 16. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Auch diese Stelle ist ganz toll zu sagen. Er sagt: Simon, Jonas Sohn, Fleisch und Blut, also das ist der Irdische, nicht? Das ist Simon. Halt. Nicht, das hat er. Und jetzt kommt es: Mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Simon heißt hebräisch Erhörung, und Petrus ist eben der Fels, der Petrus. Und die Erhörung, die dort ist halt, ist genau das zu sagen, dass ja unmittelbar vorher das Bekenntnis gegeben ist: Was sagst du denn, wer ich bin? Und er sagt: Du bist der Christus, weil alle spekulieren, wer Jesus ist, und Petrus bringt es auf den Punkt. Und wer das auf den Punkt bringt, der ist Petrus, der ist der Grund der Kirche. Dieses Bekenntnis zu Jesus: Jesus ist der Christus, das ist der Kern der Kirche, nicht ein einzelner Mensch, sondern der dieses Bekenntnis spricht halt. Auch das hat etwas ganz Tolles: Er ist der Fels, der Grund unserer Kirche, ist eben auch wieder im Namen Jesus halt zu sagen. Jesus ist Christus, der Gesalbte. Diesem Namen die Ehre zu geben, das ist der Grund der Kirche. Und eine Kirche, die das nicht mehr tut, eine Gemeinde, die das nicht mehr tut, diesem Jesus-Namen diese Ehre zu geben, hört auf, Kirche zu sein und verliert alle Vollmacht. Anderer Namenswechsel, auch eine ganz spannende Geschichte. Ich sage immer so, der unterreflektierteste und am wenigsten beachtete Apostel, den es gibt, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker verkauft, ihn brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Josef, hebräisch, heißt, er nimmt hinweg oder auch er fügt hinzu, das ist beides möglich. Barnabas, wie gesagt, aramäisch, Sohn des Trostes. Und hier geht es ja auch darum zu sagen, was macht er mit seinem Acker, was macht er mit seinem Geld, was macht er mit seinem Besitz. Und Josef eben gibt es ab für die Gemeinde halt, ist ein Sohn des Trostes, der ein großer Tröster ist, der Paulus in die Gemeinde führt, der sich um Johannes Markus, also um den Schreiber des Markus-Evangeliums kümmert. Großartiger Mann, der aber in der Apostelgeschichte natürlich unter dem Glanz anderer Leute steht, aber ganz, ganz großartiges, und vieles wäre ohne ihn nicht passiert, wenn wir wissen, dass er von den Aposteln dann nach Antiochia geschickt wird in die erste Gemeinde, in der ersten Gemeinde, schaut er nach dem Rechten, bringt ihn nochmal richtig auf Trab, und dann hätte er eigentlich zurückgehen müssen nach Jerusalem, aber er geht weiter und sucht den seit 12 Jahren in der Versenkung verschwundenen Paulus und holt den zurück und nimmt den auch mit auf die erste Missionsreise, wo er eigentlich der Superstar ist. Er, Barnabas, tritt dann aber ins zweite Glied zurück. Ganz fantastischer Mann, Sohn des Trostes. Auch hier wieder der Namenswechsel von Josef, einer, der hinwegnimmt, aber der Sohn des Trostes wird. Und Paulus selber heißt ja übertragen erstmal Saulus und dann wird er später Paulus auf der ersten Missionsreise. Da heißt es Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes. Und ab dem Zeitpunkt, wo er quasi auch auf der ersten Missionsreise zum Chef der Mission wird, halt, da wird er nur noch Paulus genannt. Saulus, hebräisch von Saul, der Erbetene. Und Paulus, lateinisch der Geringe. Der Geringe. Er ist der geringste aller Apostel. Er ist ja so ein Schlimmer. Das ist genau das, was er sagt. Das ist sein Programm, dass er mit diesem Namen lebt. Er ist der Schwächste von allen, aber im Prinzip der Stärkste, weil in der Schwäche ist Gott in ihm mächtig. Auch das ist wieder so ein Programm für die Theologie, für das Geringsein des Apostel Paulus. Und dann noch eine weitere Stelle zum Thema Namenswechsel, ganz spannende Stelle. Offenbarung 2, Vers 17, eine Sache, die uns alle betreffen wird eines Tages, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wir alle, die wir wiedergeboren sind. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Beliebte Frage dann bei den Konfirmanden: Olli, welcher Name steht denn auf dem Stein? Da sage ich, lesen. Ich sage, niemand kennt ihn halt. Da kann ich nichts zu sagen halt. Den werden wir bekommen. Auch da wieder eine Namensänderung zu sagen halt. Wir werden einen anderen Namen bekommen.
alles das, was wir jetzt sind, unser eigener Name, das ist ja alles irdisch und alles das vergeht. Wir werden mit ganz anderem Namen genannt werden. Wir sind natürlich in einer Personenidentität dann, in der Leibidentität dort, aber wir bekommen einen anderen Namen, etwas ganz Fantastisches. Und ich will kurz ein bisschen was sagen zu diesen Namenswechseln. Das ist ein ganz spannendes Thema in der Bibel, was darin alles zum Tragen kommt. Also einmal ist ein Namenswechsel ein Herrschaftswechsel. Das ist dieses Moment, was ganz stark hier bei Abraham eine Rolle spielt, zu sagen, er stand mal unter einer anderen Führung, jetzt ist aber ganz klar öffentlich, er tritt in den Bund mit dem lebendigen Gott ein und dann kommt es zu einem Namenswechsel, einem Herrschaftswechsel. Das sind auch diese Momente eben bei Daniel und den Freunden, eben da ist es natürlich ein irdischer Herrschaftswechsel. Auf einmal ist da der babylonische König, der Herr über ihr Leben, nicht mehr der jüdische König, zu dem Zeitpunkt ist Zedekia noch im Amt halt, nicht, sondern es ist eine andere Herrschaft. Es ist ein Herrschaftswechsel. Da bemühen sich dann manche auch zu sagen, aha, so deshalb kriegen ja die Frauen in aller Regel dann auch den Namen des Mannes, das ist ja dann auch ein Herrschaftswechsel, so ganz falsch ist das nicht. Ne? Also vor 100 Jahren, als die Frauen keine Rechte hatten, da war das ja, oder wenig Rechte hatten in unserem Land, da war das tatsächlich nicht nur der Name des Mannes ging auf die Frau über, sondern auch die Rechte, die der Vater an der Tochter hatte, trug jetzt der Mann. Also wir wollen das nicht vergessen, noch bis in die 60er Jahre war das in Deutschland so, wenn eine Frau eine Arbeit aufnahm, musste der Mann die Genehmigung dazu geben, der musste unterschreiben, das durfte eine Frau nicht allein. Also ganz viele Dinge dazu sagen, aber die daran gebunden gewesen sind, eben an diese Frage. Also Namenswechsel dokumentiert auch ein Herrschaftswechsel. Im Namenswechsel dokumentiert sich vor allen Dingen aber eine Veränderung. Auch das ist bei den Namenswechseln der Bibel zu beobachten. Hier, ihr geht jetzt unter einem anderen Gott, das ist final sein Gott, hier ist der Bund geschlossen, ist eine Veränderung, die mit Abraham passiert. Die Veränderung auch zum Schlechten für Daniel und seine Freunde. Wir sind jetzt in Sklaverei, wir sind jetzt unter einem anderen Herrn. Es ist eine massive Veränderung, halt zu sagen. Bei Josef, der eben zum Glauben gekommen ist, der zum Barnabas wird, ist es die Veränderung durch den Heiligen Geist, dass er das anders erkannt hat. Ich brauche dieses Stückchen Erde nicht mehr, auf dem ich beerdigt werden soll als Levit, sondern das gebe ich ab. Das ist gar kein Thema, überhaupt gar keine Schwierigkeit. Was der Namenswechsel noch tut, er dokumentiert Geschichte, eben die Geschichte als solches. Wenn man weiß, was der Name Jakob bedeutet und was der Name Israel bedeutet, dann ist es die Geschichte, die darin abgebildet wird. Es ist die Geschichte im Namenswechsel hin zu Abraham, die sich wieder durch Vater einer Menge sein zu sagen. Das ist natürlich eine Geschichte, die noch vorher ist, die noch geschrieben werden musste, aber die tatsächlich von Gott geschrieben wird halt. In den Namenswechsel steckt die Geschichte. Paulus, der sich gering macht und der sich für gering hält, auch dahin ist die Geschichte letztlich in diesem Namen, letztlich in diesem Wechsel drin. Und eben im Namenswechsel beginnt eben die neue Zukunft halt für den Petrus, dass er der Fels der Gemeinde sein darf. Eben für den Paulus, dass er als geringster der Apostel zu leben hat. Für den Josef, dass er Sohn des Trostes sein kann, zu sagen, das ist das Programm für eine neue Zukunft, die eben in diesem Namenswechsel drin steht. Jetzt kann man sagen, okay, ja, Namenswechsel, das ist jetzt ja schön und wir haben das jetzt mal gut gesehen hier in der Bibel, aber was hat denn das jetzt mit uns direkt zu tun, mit unserem Glauben? Das ist jetzt vielleicht historisch interessant, theologisch interessant. Jetzt wollen wir alle mal drüber nachdenken, dass wir alle getauft sind. Ich habe das Lied eben, ich bin getauft auf deinen Namen. Und in aller Regel sind wir getauft auf den Namen, der auch unser bürgerlicher Name ist. Das ist in aller Regel so bei uns in Mitteleuropa so, in Deutschland so, dass wenn unsere Eltern, wenn wir auf die Welt gekommen sind, irgendwo am Standesamt der Vater in aller Regel den Namen des Kindes angibt halt so. Einen Tag nach der Geburt wird ja die Geburt angemeldet halt, ist ein großer Akt halt so. Nicht? Und dann ist aber auch in aller Regel dann 4 Monate später oder 8 Monate später bei der Säuglingstaufe oder auch wenn sich später einer als Erwachsener taufen lässt, der bürgerliche Name eben auch der Taufname. Aber das ist nicht immer so gewesen. Also in der Taufe ist es so, dass früher es auch bürgerliche Namen gab und dann wurde ein anderer Name gegeben, ein Taufname. Manchmal standen diese Namen auch nebeneinander. Also als die Iroschotten, das waren ja die ersten Missionare, die zu uns gekommen sind, das ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung, dass von Irland und Schottland die Missionare als erstes nach Deutschland gekommen sind. Halt. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, halt. Also das ist also ganz, ganz toll, das ist jetzt gerade in Zeitalter, wo die Briten raus sind halt wieder, aber zu sagen, die sind mal richtig nach Europa reingekommen. Also die ersten, ja, 150, 200 Jahre der Mission, also von 600 bis 800, waren von den Iroschotten geprägt. Und dann später von den Franken halt. Und gerade die Iroschotten und die Franken sind diejenigen gewesen, die, wenn die Sachsen oder die Friesen missioniert haben, die meistens Namen hatten, die in Verbindung mit deren Götzen und heidnischen Dingen gestanden haben. Und haben dann diese Namen, da haben die Leute zu gedrängt zu sagen, nehmt einen neuen Namen an. Also damals war das weit verbreitet zu sagen, den Namen zu wechseln.
Übrigens auch im Mittelmeerraum, im zweiten, dritten nachchristlichen Jahrhundert ist es so gewesen, weil da auch dann sehr viele Namen in Verbindung auch mit griechischen oder römischen Gottheiten gestanden haben. Auch dort hat es einen Namenswechsel bei der Taufe gegeben, zu sagen, okay, ich stelle mich unter eine neue Führung. Das gibt es auch in anderen Denominationen, so zum Beispiel bei äthiopisch-orthodoxen Christen halt, dass es tatsächlich einen bürgerlichen Namen gibt und einen Taufnamen, dass diese beiden Namen häufig nebeneinander geführt werden. Und wir erleben das heute auch noch, wenn eben Muslime zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, die häufig Mohammed heißen, ist ja der häufigste Vorname mittlerweile in Bremen, auch in London geworden halt, zu sagen, wenn die Leute sagen, ja, ich möchte aber eine Trennung zu meinem alten Glauben, zu dem, was früher für mich gewesen ist, oder was vielleicht überhaupt gar nicht gelebt habe, aber das dann, jetzt bin ich Christ, ich möchte das deutlich machen, dass zwar dieser bürgerliche Name beibehalten wird, weil in den Papieren steht, dass es eine Namensänderung nur schwer möglich aufgrund religiöser Gründe, aber dass gesagt wird, okay, wir geben dir aber einen neuen Namen. Und dass du in der Gemeinde und deinem Freundeskreis damit angesprochen wirst, du hast dann einen Namen, der zwar nicht entsprechend im Gesetzbuch steht, aber entsprechend dein neuer Name ist, der zeigt, unter welcher Herrschaft stehe ich jetzt. Und da steckt natürlich etwas ganz, ganz Tiefes drin zu sagen, wenn ich dann in meinem Umfeld klar mache, ich heiße jetzt nicht mehr, wie auch immer, Mohammed oder sonst wie halt zu sagen, sondern mein Name ist jetzt Simon oder ist Elia und so was. Also sagen, unter welcher Herrschaft stehe ich. Übrigens, das kann man, wenn man nach Afrika geht und so ganz klar und deutlich auch sehen, wenn man gerade sieht, wo dann eben Muslime und Christen zusammenleben. Da gibt es bei den Muslimen sehr stark islamisch geprägte Namen und bei den Christen ganz klar alttestamentliche. Die heißen Henoch, die heißen dann David. Ganz klar, um zu sagen, im Namen zeigen die auch, wo gehören wir hin. Da brauchen häufig, wenn da so Terroristen kommen, die brauchen nur die Pässe zu nehmen, dann wissen die ganz genau, wer ist wer, wen sie zu erschießen haben und wer am Leben zu bleiben hat. Das ist tatsächlich so, dass sie da danach gucken halt, an dem Namen die Herrschaftswechsel und das eben auch zur Bedeutung der Taufe, auch wenn bei uns das so nicht ist, aber unser Name wird ja dann auch bei der Taufe genannt. Dann wird gefragt, wie ist der Name des Kindes halt? Und dann heißt das, was weiß ich, Benjamin. Und dann sagt Benjamin, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes halt. Da ist auch eine Verbindung zu sagen, da wird über meinem Namen der Name Gottes ausgerufen, da wird nochmal eine neue Verbindung entsteht dort. Unser Text, den wir gucken wollen, Genesis 17, 1 bis 27. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein und ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass ein ewiger Bund sein, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, so haltet nun mein Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen seines Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus geboren und was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten werden sollen alles Gesinde, was dir im Haus geboren und was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört, siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Aber mein Bund will ich aufrichten mit Isaak,
den dir Sarah gebären soll um die Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Haus geboren und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt ihre Vorhaut eben an diesem Tage, wie Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten. Abraham, sein Sohn Ismael und was männlich in seinem Hause war, im Haus geboren und gekauft von Fremden. Es wurde alles mit ihm beschnitten. Nicht 4, sondern 5 persönliche Erkenntnisse aus diesem Text. Erstens, Gott spricht mit Abraham. Auch das ist eine Banalität, vermeintlich, aber ist doch so groß und so stark. Gott spricht mit Abraham. Er begegnet ihn und spricht ihn an. Also eine Diskussion, ganz lange Rede, die er an ihn hält. Er antwortet ihm auf seine Dinge halt. Gott steht ihm Rede und Antwort, segnet ihn, schließt einen Bund mit ihm. Und das alles, indem er mit ihm redet. Und das tut Gott eben nicht nur mit Abraham, das tut Gott mit allen Menschen bis zum heutigen Tag. Und das tut er eben auch mit dir. Das macht er mit mir und mit dir, dass er durch sein Wort zu uns redet halt. Gott spricht zu mir. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ich Bibeltexte lese, versuche ich die theologisch zu erfassen. Aber ich frage mich immer dann bei den Texten, egal wie lang die sind, was sagt es mir? Und der erste Punkt, der mir hier gesagt wird, ist, Gott spricht auch mit mir. Ein zweites, Gott schließt einen Bund mit Abraham. Das haben wir gerade ganz lange gelesen, der Bund. Wir werden da auch noch in 2 Stunden eine eigene Stunde drüber halten, die Bundesschlüsse in der Bibel und diesen Bundesschluss auch nochmal vertiefen. Das ist ja ein Wesentliches, da werden wir auf diesen Text nochmal zurückkommen. Die unterschiedlichen Bundesschlüsse, ganz etwas Fantastisches. Aber wir haben eben diese 3 Bundesschlüsse im Alten Testament. Wir haben den Noah-Bund, der geschlossen wird. Wir haben den Abraham-Bund, wir haben den Sinai-Bund. Das sind die 3 Bünde im Alten Testament, auch wieder in Analogie zur Dreieinigkeit. Und dann haben wir den neuen Bund, der auch schon im alten Bund verheißen wird. Dieser Bund, der geschlossen ist, wir werden da was über das Bundeszeichen, auch all diese Dinge sprechen halt, das ist eben der Bund, den Gott dann mit allen Menschen schließt. Während der Bund, der hier geschlossen ist, exklusiv durch das Volk der Juden für die Nachkommen Abrahams ist, wird das, was im neuen Bund passiert, mit allen Menschen geschlossen. Das Angebot des Bundesschlusses ist für alle da. Und Halleluja, Gott hat auch mit mir einen Bund geschlossen. Mir hat er schon als Säugling angeboten, habe ich es noch nicht verstanden. Aber als ich den Heiligen Geist bekam, also in der Taufe, da konnte ich ein Ja dazu sagen. Und seitdem ist dieser Bund in Geltung halt zu sagen. Deshalb habe ich ewiges Leben. Das ist was ganz Wunderbares. Und das dürfen wir wissen, wenn wir getauft sind und glauben, egal ob als Säugling getauft sind, als Erwachsene. Und wenn wir gläubig sind an Jesus Christus, haben wir ewiges Leben, dann ist der Bund in Geltung, der zwischen Gott und mir besteht. Ein dritter Punkt. Gott, das Wort Gottes verheißt Abraham Unvorstellbares. Das wird deutlich in der Diskussion, dass er auf den Boden fällt und fängt an zu lachen und sagt, ja, wenn er wenigstens Ismael leben bleiben würde. Der glaubt nicht, was Gottes Wort verheißt. Es ist zu groß, zu fantastisch, zu elementar, auch wenn es jetzt nur ein Sohn ist. Aber wie gesagt, es wird ja deutlich, eher 100, sie 90, das wissen wir alle, geht nicht. Geht nicht. Aber das ist eben die Wirklichkeit des Wortes Gottes. Wenn es etwas verheißt, dann wird selbst Unvorstellbares möglich. Und das ist ja der Duktus durch die ganze Bibel hindurch, dass Menschen erleben dürfen, wie Gott Möglichkeiten hat, die alles übersteigen, was wir uns vorstellen können. Gott verheißt den Menschen immer wieder etwas Unvorstellbares halt. Und das tut er uns auch. Er sagt uns einfach, ihr müsst nur an mich glauben, dann kriegt ihr ewiges Leben. Wie? Nicht mehr? Nicht weniger? Nur das. Unvorstellbar. Das soll es sein. Wir stehen ja im Glauben. Da ist das schon manchmal dieses Sensationelle so ein bisschen abgenutzt. Nicht? Das reißt uns jetzt nicht vom Hocker, aber ich darf das immer wieder erleben, wenn man Leute, die so kurz vorm Durchbruch stehen, also die jetzt sich mit Glauben beschäftigen und an dem Punkt hängen, die noch nicht bei der Wiedergeburt sind und sagen, das kann doch nicht sein. Wir müssen da noch irgendwas tun. Da muss doch irgendwas nachkommen. Verpflichtungen halt, Geldzahlung, irgendwelche, nichts, nur Glauben. Glauben, dass Jesus Christus dich lieb hat, dass er für deine Schuld gestorben ist und ihn annehmen als Herr. Das kann es doch nicht sein. Doch, das ist es unvorstellbar. Der Glaube an Jesus Christus schenkt uns ewiges Leben. Dir und mir. Wie gesagt, wir konnten es im Glauben fassen, aber es ist tatsächlich in der Tiefe ebenfalls unvorstellbar, was wir da verheißen bekommen halt, dass wir ewiges Leben bekommen. Johannes 11, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Unvorstellbar, aber ich glaub's. Viertens, Gott erfüllt seine Verheißung gegen Abraham. Und das ist ja das, was wir dann sehen. Also Abraham konnte zu dem Zeitpunkt das Unvorstellbare nicht glauben,
Aber wir dürfen rückblickend jetzt sehen, wenn wir diese Geschichte betrachten, was passiert ist. Genauso ist es wahr geworden. Die Verheißung an Ismael erstmal. Was sind die stark geworden, die Araber, die Muslime? Was ist da alles dran? Das ist Wahnsinn halt. Aber was ist eben auch aus den Juden geworden? Und was ist aus uns, den Christen, die wir mit hineingenommen sind in das Judentum? Halt etwas ganz Wunderbares. Er erfüllt seine Verheißung. Nicht nur gegenüber Abraham. Alle Verheißungen, die er gibt, zu allen Zeitpunkten, da steht er eben dazu. Und das dürfen wir auch wissen, dass er die Verheißung, die er uns gibt, einfach erfüllt. Psalm 33, Vers 4 heißt es: Des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Ob das dein Taufspruch ist, ob es dein Konfirmationsspruch ist, ob es dein Hochzeitsspruch ist, ob es irgendwas ist, was du in der Bibellese verstanden hast, neu für dich fassen konntest, in der Predigt, egal was es gewesen ist, was Gott dir zusagt. Und wenn du magst es, das hält er gewiss. Da darfst du dich dran klammern, nein, da musst du dich dran klammern. Das ist ganz wichtig, dass du darauf dich verlässt. Du darfst dich darauf verlassen, musst dich darauf verlassen. Gott hält gegenüber den Menschen, gegenüber Abraham seine Verheißung und eben auch dir gegenüber. Und dann letztes, die Begegnung mit Gott verändert Abraham. Der wird ein anderer, nicht nur, dass er einen anderen Namen kriegt, das war ja Thema, der Namenswechsel, der wird deutlich, er geht mit jemand anderem, er beschneidet seine Vorhaut, das ist das äußere Zeichen, was dann alle trägt, es verändert sich so vieles in seinem Leben. Und das ist eben, was die Bibel erzählt immer wieder, wenn Menschen Gott begegnen, dann verändern sich Sachen halt, dann werden Dinge anders. 2. Korinther 5, dieses Wort habe ich drunter geschrieben, dass jemand in Christus ist, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dann verändert sich etwas. Und das ist so ein bisschen auch so eine Frage, die ich mir da manchmal stelle. Was wäre aus mir geworden, wenn ich Christus nicht begegnet wäre? Wie wäre denn mein Leben so verlaufen? Was wäre denn dann so, was ich heute, wenn ich überhaupt noch leben würde, was wäre denn dann überhaupt so in meinem Leben dran? Wie würde ich mein Leben, nach welchen Maximen, nach welchen Dingen ausrichten? Muss ich mir keine Gedanken machen. Ich habe die Weichenstellung hingekriegt durch die Gnade Jesu Christi, aber mein Leben ist anders geworden. Das habe ich damals schon als 15-Jähriger gemerkt und hat eine ganz andere Bahn genommen, ganz klar, als es das gewesen wäre, eben ohne die Begegnung mit Gott. Und das ist in eurem und ihrem Leben auch. Ihr hättet andere Leute geheiratet, ihr hättet vielleicht beruflich was anderes gemacht. Die Dinge wären ganz anders geworden. Das sind so viele Dinge, das sind manchmal Kleinigkeiten, die aber dann im Ergebnis sogar Jahre hin doch ganz groß sind. Und das ist das Wunderbare, dass Gott eben nicht nur Abraham verändert, sondern eben auch uns und etwas Besseren macht halt, nicht Dinge verändert, nämlich etwas Neues in uns schafft halt, das ist das ganz Wunderbare. Das im Kurzdurchgang 5 persönliche exegetische Erkenntnisse aus Genesis 17. Wir haben 1 Minute nach 9:30 einigermaßen zeitlich hingekriegt. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet und über Telefon zugeschaltet sind, mit dem Hinweis darauf, dass wir tatsächlich in der nächsten Stunde dann eben über die Frauen Abrahams sprechen. Auch eine ganz spannende Geschichte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn anbefohlen. Tschüss.